Herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 3. Der Domi ist auch dabei. Wir spielen Squad Deathmatch, aber er ist nicht in meinem Squad. Yeah, ich bin der Einzige im Squad. Wir haben den einzigen Squad, wo nur zwei Leute drin sind. Ja, warum kann ich da nicht wechseln? Das war scheiße. In der Tat. Okay, Alter. Egal. Dann muss ich dich halt leider töten, Domi. Es wird mir leid tun. Ja, es tut dir richtig leid. Ich mag dann schon deiner Stimme. Holzwurm. Würmel. Holzwürmel. Toller Name. Das ist wirklich sexy. Und bam! Thomas GA. Die Fresse poliert. Ich wollte noch mal kurz was sagen. Also, wenn ihr in den Clan wollt, also mit uns beiden zusammen. Oh shit, ey. Mit uns beiden. Mann, ey, ich komme die Treppe hier nicht hoch. Wenn uns beiden zusammen zocken wollt und auch mal in einem YouTube-Video. Beziehungsweise in einem Livestream oder so irgendwann mal mitmachen wollt, dann geht einfach in unseren Clan. Clan-Page kommt nochmal in die Beschreibung und einfach anmelden, eine Bewerbung schreiben und dann seid ihr auch schon drin. Scheiße. Ich hab mich festgebackt. Tja. Ich hänge jetzt mit einem Panzer unter einem LKW-Anhänger. Ah, du bist ein Panzer. Gut zu wissen. Ah, jetzt bin ich draußen. Wenn ich beschreibe, bleib da drin. Ein LKW-Anhänger. Hier ist wenn aber das kein Panzer. Bist du denn nur? Ich glaube, ich sollte nicht so offen laufen. Das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Nein, nein, nein! Ah, da war der Panzer. Ich habe ihn gesehen. Camper, Alter. Welche Waffe findest du denn zurzeit am besten? Ich kann mich noch nicht wirklich entscheiden, da ich erst Level 10 bin. Also ich finde bis jetzt die... Boah, Alter, Alter! Boah, das war Glück. Ich finde bis jetzt die M416 am besten, also... Naja, okay, die A91 mit der ist es auch abnormal geil zu spielen. Boah, leck das gerade. Alter, ist das extrem. Also ich freue mich eher auf die... Warte mal kurz. So, ich hoffe jetzt leckt das nicht mehr so übertrieben. Ich spiele es mit der A91. Also mit der Waffe habe ich zurzeit am meisten Kills gemacht. Mal gucken, was ich hier so reißen kann jetzt. Nein, nein, nein. Oh, ich dachte schon, ich sterbe da jetzt. Schnell weg hier. Dem belebst du nicht wieder. Mist. Wir haben uns noch kein einziges Mal gesehen hier in dem Spiel, kann das sein? Aber ich hab dich eben schon wegrennen gesehen. Als du vom Panzer, als du da oben runtergesprungen bist, dann hat mich einer hat dich einer vorher mir gehabt. Ja, da war so ein Typ irgendwo, ich weiß nicht, wo der war. Nein, 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 oh, ich verziehe. Wurdest du gerade angefragt? Nö. Okay, dann bist du das nicht. Alter, das war scheiße. Ich wurde sogar gekillt. Scheiße. Kacke schon wieder. 3 zu 4. Yeah, Mann, ich bin gut. Ich spiele mit der G3610. Ist irgendwie auch eine geile Waffe. Boah. Schließlich ist das ja eine deutsche Waffe, die G3610. Wer das nicht weiß, kommt aus Deutschland. Also ziemlich cool, dass es die hier gibt, also ich finde die Waffe an sich eh voll geil und dann noch hier bei Battlefield damit spielen zu können, ist natürlich cool. Was ich auch sehr cool finde, was ich letztens entdeckt habe bei Battlefield, dass man hier zwischen automatisch und semi wechseln kann, also bei der, ihr seht da unten rechts bei der Munitionsanzeige, neben der 217 sind ja diese drei Punkte und die sind weiß. Und wenn ich jetzt die Fighters runterklicke, ist jetzt dieser eine Punkt da ausgewählt und jetzt macht es halt Einzelfeuer. Also wenn ich gedrückt hätte die Taste, schießt trotzdem nur einen Schuss. Hier, ich kann gedrückt halten, feuert nur einen Schuss ab. Und wenn ich das dann nochmal mache, dann gibt es hier noch die Möglichkeit auf zwei Punkte. Das gibt es nicht bei jeder, aber bei manchen schon. Und zwei Punkte heißt halt Salven, also
In diesem Falle feuert er, glaube ich, 2er-Salven ab. Ja. Ja, finde ich ziemlich cool, dass man das machen kann. Weil mit den richtigen Waffen geht es ja halt auch zu machen. Bei Call of Duty oder so geht das nicht. Ja klar, es ist jetzt nicht so unbedingt was bahnbrechendes, unglaublich geniales, aber es ist trotzdem ein cooles Feature halt, dass sie wirklich an sowas auch noch gedacht haben. Bam. Ich will Domi auf jeden Fall noch killen hier. Ich hoffe doch nicht. Ah, ich hoffe schon. Da hinten, da hinten. Ah, die campen da. Ich muss hier weg. Ja, und MW3 ist ja jetzt auch auf dem Markt. Vielleicht kannst du nochmal deine ersten Eindrücke so sagen. Du hast ja bestimmt auch schon ein paar Videos davon gesehen. Wow. Ja, Videos zu MW3 habe ich schon ein paar gesehen. Ich habe vorhin so ein Stündchen in den Livestream vom Commander Krieger geguckt. Ich weiß einfach nicht, was daran so bahnbrechend Neues sein soll. Ja, bahnbrechend schon zum zweiten Mal heute. Es sieht einfach genau aus wie MW2. Auch scheiße. Wie MW2 oder MW1 könnte man fast auch noch sagen. Also, sie haben halt nur so ein paar neue Spielmodi gemacht. Diesen einen finde ich auch ziemlich interessant. Diesen Kill Denied oder wie der auch immer heißt. Wo man halt den Kill bestätigen muss, indem man dieses Dogtag einsammelt. Ich finde den eigentlich gar nicht so schlecht. Wie ist eine andere Meinung. Aber es ist für mich kein Grund, ein komplettes Spiel zu kaufen. Also wenn es ein Add-on wäre, okay, würde ich vollkommen in Ordnung finden, so für 30 Euro so. Aber nicht für 60, 70 Euro ein ganzes Spiel, also das muss wirklich nicht sein. Ah, ich dachte, das wärst du gewesen, ne? Nee, der ist den anderen zuvor gekommen. Nein, von hinten! Ja! Hinten war hier irgendwann, ne? Ah, ich glaube. Hä? Boah, danke. Alter, einer aus seinem Squad hat mich gerade gerettet. Taschenlampe! Yes! Er ist ein Headshot, also ganz ehrlich. Hä? Oh, fuck. Fuck, der ist ein Panzer. Nicht gut. Da, 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 da. Ja! Ich hab doch gesagt, ich kill dich noch. Ach toll, ey. Hat den Nuss noch einmal gekillt. Was freust du dich denn da so, ey? 8-6? Ja. Oh, jetzt hab ich eine Schrotflinte, Alter. Das geht immer gar nicht. Voll gut, mein Team, Alter. 31 Kills haben wir schon. Nochmal zu Modern Warfare 3 kurz. Boah, Alter, Claymore. Vielleicht würde ich mir das Spiel auch holen, aber nicht bald, sondern erst, wenn es irgendwie, was weiß ich, 20 Euro kostet. Also 60 Euro gebe ich dafür garantiert nicht aus. Allerhöchstens, wie gesagt, 20 oder so. Ja, wegen den genannten Gründen halt. Ich sehe es halt einfach nicht ein, dass ich dafür 60 Euro bezahlen soll. Also die kann Activision sich in den Arsch schieben, ey. So, den hole ich mir jetzt. Der denkt, der könnte mich killen und mich hier austricksen. Das kann er vergessen, Alter. So, hä, wie bin ich denn jetzt da gestorben, bitte? Pech. Pech? Ach komm, ey. Pech. Was war denn daran Pech, ey? Das ist Pech. Ja, ich knall einen ab und sterbe. Pech. Mhm. Das ist dann der Grund, warum ich gestorben bin. Also ich fahre die Tage mal zum Gamepoint hin und guck mal, wie teuer da Modern Warfare 3 ist. Ja, vielleicht hole ich es mir dann. Sicherlich auch noch so 50 Euro. Würde ich fast drum wetten, also ich glaube nicht, dass es die Tage so drastisch fällt auf 30 Euro oder so. Das kannst du, glaube ich, vergessen. Ja, man kann es ja mal versuchen. Ich bezweifle es aber. Ach du Pisser, ey! Ich kann.
stehst da die ganze Zeit rum und dann, wenn ich ankomme, knallst du mich ab, ne? Nein, ich hab mich gerade verschluckt und deswegen bin ich da abgegammelt und dann kam einfach einer und hab ich einfach nur abgedrückt. Ja, toll. Wow. Haha. Das war auch mal geil. Spawn ich bei meinem Teammate. Bam, Double Kill. Die Skaha finde ich auch noch richtig geil. Bei Battlefield jetzt, obwohl ich sie gerade so wieder spiele. Fällt mir gerade so ein. Die ist mir auch richtig geil. Nein, nein, nein. Die fand ich bei Bad Company 2 schon geil. Bei MW2 war die auch geil. Also, Scar ist einfach so eine Waffe, die finde ich einfach nur epic. Und ich schätze mal, die meisten, die dieses Video gucken, haben selber Battlefield 3. Also mich würde jetzt einfach mal interessieren, welches Level seid ihr? Weil ich bin Level 10. Björn ist Level 20. Und einer meiner Kontaktliste ist Level 43. Also da gibt es bestimmt drastische Unterschiede in der Zeit vom Release. Mich würde einfach mal interessieren, welches Level ihr seid. Schreibt einfach in die Kommentare rein. Ist bestimmt auch interessant für dich, oder nicht, Björn? Boah. Vor allen Dingen wäre auch cool, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, ob ihr denn Interesse habt, am Clan teilzunehmen. Wir sind jetzt, glaube ich, 14 oder 13, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall schon eine recht ansehnliche Zahl, würde ich mal sagen. Und eigentlich wollte ich das letztes Wochenende schon machen, aber aufgrund ein paar Probleme kam es dann nicht dazu. Dann wird es dieses Wochenende geben, und zwar ein Video, wo ihr mitmachen könnt, wenn ihr im Clan seid. Und dieses Video wird dann auf YouTube kommen. Bam. Wenn das mal nicht was ist. Oh, Panzer, Panzer. Oh, oh, ich dachte gerade, ich sterbe. Aber er ist am Geländer. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, hängen geblieben. Und bei Domi klingelt das Telefon. Zum Glück nicht bei mir. Nachladen. Ah, das wäre ein Double Kill gewesen. Hätten wir fast schon gewonnen. Jetzt in 12, das geht ja von den Stats her, würde ich mal so sagen. Ist nicht die beste Runde, aber da ist es live. Ist das doch. Bin wieder da. Wow. Musste den eben kurz abwimmeln irgendwie. Einfach auf Auflegen geklickt oder was? Abweisen. Scheiße. Wir brauchen noch 2 Kills. Schaffen wir ganz locker. Einer. Sieg. Dein Squad hat gewonnen. Yeah. Da bin ich aber verloren. Tja, bist ja auch nicht mein Squad. 14-13 die Endstats. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer, bis dahin reingehauen.